Es gibt Filme, da weiß sogar ich ehrlich gesagt nicht, wie ich sie am besten anmoderiere. Es gibt Filme, die haben eine zeitgeschichtliche Relevanz und sind aber trotzdem einige Jahre später immer noch aktuell. Es gibt Filme, die werden sogar mit der Zeit immer aktueller. Und ohne dazu jetzt irgendeine Überleitung zu machen zu wollen, hier ist Der Diktator mit Sacha Baron Cohen. Ein Film, der damals schon relativ ungemütlich war, aber heutzutage vermutlich noch ungemütlicher zu schauen ist. Es ist auf jeden Fall eine relativ unterhaltsame Komödie, die eben, abgesehen davon, dass sie leider zu mehr Teilen, als es einem lieb ist, womöglich sogar wahr ist, durchaus unterhalten kann, vor allem, weil Sacha Baron Cohen wirklich einer der genialsten, lustigsten und vor allem durchgeknalltesten Schauspieler aus dem Comedy-Genre ist, der nämlich nicht nur im Gegensatz zu den meisten anderen Comedians irgendwelche Rollen spielt, sondern diese auch einfach lebt. Das war schon bei Ali G so, das war auch beim Diktator so und bei allen anderen Rollen wie Borat, die er zum Beispiel auch auf die große Kinoleinwand gebracht hat. Der Diktator ist in Deutschland zwar leider nur in der kürzeren Kinofassung als Blu-ray erschienen, dafür hat Paramount dem Titel allerdings eine limitierte Steelbook-Auflage verschafft, hat dabei allerdings die ein oder andere Ungemütlichkeit vollbracht, die es mir jetzt sehr, sehr schwer macht, euch das Steelbook im Sammlungs-Overview zu zeigen. Immerhin haben sie es geschafft, sowohl auf dem Backcover als auch auf dem Frontcover sämtliche Klebepopel so anzubringen, dass man einfach kaum Zugang zu ihnen bekommt, weil sie einfach derartig ins Eck gedrängt sind, dass man gar nicht dazwischen greifen kann. Das ist irgendwie eine Praxis, die hat nur Paramount sich einverleibt und andere Studios glücklicherweise nicht. Dort verlieren wir beim Auspacken von den Steelbooks immer etwas deutlich weniger Zeit. Hier allerdings dauert das immer wieder etwas, wir schaffen es aber dann eben, weil wir schon geübt sind, trotzdem ohne irgendwelche Schäden zu verursachen. Hier ist dann auf jeden Fall das Steelbook und da, finde ich, hat Paramount designtechnisch relativ gute Arbeit geleistet. Immerhin handelt es sich um ein Steelbook mit der bekannten Fensterprägung, was hier bei diesem Steelbook Frontcover, finde ich, noch genialer rüberkommt, weil eben der äußere Rand von dem Steelbook Frontcover tatsächlich ein Rahmen ist. Ich weiß, ich habe in meinen Videos schon oft gesagt, dass ich kein großer Fan von umrahmten Artworks bin, sondern es eigentlich mag, wenn das eigentliche Artwork und Bild das komplette Cover einnimmt. Hier allerdings ist das absolut etwas anderes, weil einerseits der Rahmen mit seinem goldenen Bilderrahmenteil das Artwork von dem Steelbook hervorragend einrahmt, andererseits hier eben durch die Fensterprägung toll hervorgearbeitet wurde und dann in der Mitte auch noch der Filmtitel geprägt wurde. Zudem bietet das Steelbook Frontcover nicht nur bei dem Rahmen, sondern eben auch bei Sacha Baron Cohen beziehungsweise ganz besonders bei seinem Tiger den metallischen Steelbook-Effekt, sodass ich zwar grundsätzlich, wird euch jetzt nicht wahnsinnig überraschen, kein großer Fan von der Hochglanzoptik des Steelbooks bin, aber der Meinung bin, dass das eines der schönsten und interessantesten Steelbooks ist, die Paramount im deutschsprachigen Raum veröffentlicht hat. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass es für mich nichts Wichtigeres gibt, als Filme in den ungekürzten bzw. längsten Fassungen zu sehen und die Tatsache, dass ich mir freiwillig ein Steelbook mit der kürzeren Kinofassung ins Regal geholt habe, das sagt, glaube ich, dann schon einiges aus. Auf dem Backcover haben wir mehr oder weniger dasselbe grundsätzliche Design wie auf dem Frontcover, auch hier mit dem goldenen Rahmen, hier dann auch mit einem anderen Bild logischerweise von Sacha Baron Cohen, diesmal allerdings ohne jeglichen metallischen Steelbook-Effekt. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ich weiß ja, dass man Steelbooks auch auf dem Backcover prägen kann, deswegen wäre es hier eigentlich schön gewesen, wenn man das Artwork wie auch bei dem Frontcover hier hinten ebenfalls nach innen geprägt hätte, dann hätte das Steelbook etwas mehr Kontinuität und wäre etwas einheitlicher. Sieht aber, finde ich, trotzdem auch so einfach nur hervorragend aus. Innen wartet dann der Film auf uns sowohl als Blu-ray
als auch als DVD, leider jeweils ohne irgendeine Picture-Disc. Innen dann ein sehr einfaches, aber trotzdem grundsätzlich durchgehendes Innenartwork mit mehr oder weniger der Fahne im Hintergrund, wo dann einzelne Filmbilder drinnen sind. Ich muss sie ja natürlich weiterhin kontrollieren. Nein, Paramount war brav und hat diesmal im Gegensatz zu The Devil Inside nicht einfach das Backcover reinkopiert. Außerdem sitzt hier noch einmal Sacha Baron Cohen auf seinem Thron in einem wirklich, wirklich cool aussehenden und anmutenden Bild. Das ist echt ein geniales Steelbook, wo ich einfach nur im Endeffekt traurig und enttäuscht sein kann, dass es nur die kürzere Fassung ist, aber wo es trotzdem ein Steelbook ist, das ich unbedingt in meiner Sammlung gebraucht habe und nach wie vor auch gerne dort habe, weil selbst wenn ich nur so nebenbei durch meine Sammlung durchblätter, für mich ist das tatsächlich eines der schönsten deutschsprachigen Blu-ray-Steelbooks, die ich habe.